Ja, Blackout war ja dieser große Erfolg, der auch mein Durchbruch letztendlich war. Aber jetzt habe ich ein Szenario entworfen. Dagegen ist Blackout ein Kindergeburtstag. Es beginnt damit, dass über dem chinesischen Meer schwarze Riesendrohnen auftauchen, wie man schnell herausfindet, von China gestartet. Und was anfänglich wie ein Angriff auf Taiwan ausschaut, entpuppt sich als was noch viel Massiveres, nämlich China versucht, das Weltklima zu übernehmen. Was China damit vorhat, ist das Abschmelzen des Himalaya zu stoppen. Das ist der größte Süßwasserspeicher der Welt letztendlich, der auch verwendet wird. Sämtliche große Flüsse Asiens speisen sich daraus. Es hängen 1,4 Milliarden Menschenleben davon ab. Und wenn der abschmelzen würde, dann kriegen die ein Problem. Und genau das möchte China verhindern. Noch ahnt aber niemand, dass das Ganze in Wahrheit sogar erst der Beginn einer noch viel dramatischeren Entwicklung ist. Theoretisch wäre sowas heute bereits möglich. Die Technologien sind weitestgehend vorhanden. Was weniger momentan natürlich noch erforscht ist, was eigentlich die Folgen davon wären, so am Klima herumzudrehen, da wissen wir viel zu wenig darüber. Am meisten hat mich beschäftigt, dass wir diese Diskussion nach wie vor aus einer sehr westlichen oder nördlichen Perspektive führen. Dass wir also denken, naja, wir können das Ganze immer noch insofern ein bisschen beherrschen, als wir passen uns halt an. Und gerade bei uns in Deutschland beispielsweise denken wir, es wird halt im Sommer 1-2 Grad wärmer. Wer hat denn was dagegen, wenn es in Berlin plötzlich wie in Rom ist? Das sind ja immer noch so die Hintergedanken. Ein bisschen anpassen können sich aber andere nicht. Wenn ich heute auf irgendeiner Südseeinsel lebe, dann heißt anpassen, dass ich da wegziehen muss, weil die ist irgendwann überflutet und weg. Wir sehen das heute in verschiedensten Teilen der Welt schon, etwa in Afrika, wo Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, weil etwa der Grundwasserspiegel so weit abgesunken ist, dass sie dort nicht mehr Ackerbau betreiben können, kein Wasser mehr finden etc. Diesen Perspektivenwechsel, der hier zum Teil auch nach wie vor notwendig ist, der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Geschichte auch. Und was es bedeuten könnte, wenn die, die besonders davon betroffen sind, nämlich der globale Süden, irgendwann sagt, uns reicht's, das kann man in Celsius lesen. Celsius ist ein klassischer Thriller, ein Wissenschaftsthriller, wenn man will. Und da kann man natürlich, da das uns alle betrifft, alle möglichen Charaktere einbauen oder muss sogar bei so einer Form von Thriller. Wir haben Leute, die das große Geld wittern, Milliardäre, Hedgefondsmanager, die sehen, dass Klimadesign vielleicht das große Geschäft der Zukunft sein könnte. Wir haben Journalisten, die den geheimen Machenschaften verschiedener Akteure auf die Spur kommen. Und wir haben natürlich die politischen Player, die zwischen all diesen Parteien vermitteln müssen oder Dinge zu verhindern versuchen müssen oder auch ermöglichen wollen. Na, was für mich mehr und mehr entscheidend wird, ist, was man auch in den letzten Jahrzehnten gemerkt hat, wenn die Politik und die Wirtschaft nicht in die Gänge kommt, dann wird da zu wenig passieren. Also ich halte es für relativ sinnlos, das Ganze immer dem Einzelnen umzuhängen, flieg ein bisschen weniger, iss ein bisschen weniger Fleisch. Wir hätten den Klimawandel seit 70 Jahren aufhalten können, das muss man sich bewusst sein. Und die Wirtschaft hat bewusst das verhindert, sabotiert und hintertrieben. Und offensichtlich tut sie das, solange man sie nicht zwingt, es anders zu machen. Klimakrise war gestern, jetzt kommt Klimadesign.